Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um eine ganz bestimmte Waffe, Freunde. Und zwar haben wir uns heute für diese Road to Polyatomar-Folge die Wasnev 9K rausgezogen. Eine SMG, die aktuell von jedem Pro gespielt wird, die scheint wirklich die beste Waffe aktuell von den SMGs zu sein. Geile Drop-Time, gutes Movement, man braucht wirklich wenig Aufsätze auf der Waffe. Und sie sieht verdammt nach einer AKU aus. Und so soll sie, glaube ich, auch eigentlich sein. Es gibt ja noch eine richtige AKU als Sturmgewehr in dem Game, die man aber auch eigentlich als SMG gespielt hat. Es ist alles momentan noch etwas sehr verwirrend. Das ist aber auf jeden Fall ein richtiges Schmuckstück. Damit hatte ich extrem viel Spaß von Anfang an. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben auf diesem Video da lassen. Wir gehen immer weiter in die Road to Polyatomar Serie hier rein. Da kommen auf jeden Fall noch einige Videos auf euch zu. Es gibt ja insgesamt 51 Waffen. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und checkt auf jeden Fall auch meinen Twitch-Stream ab. Jeden Tag ab 6 Uhr morgens bin ich live auf twitch.tv/raptor. Ihr seht es auch nochmal eingeblendet. Ich bin teilweise aktuell fast jeden Tag sogar zweimal live nochmal am Abend, um nochmal ein paar Waffen auf Gold zu spielen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei den Clips. Es sind wirklich sehr, sehr geile Sachen dabei rumgekommen mit der Waffe. Und am Ende sehen wir uns nochmal wieder. Let's go. Ich weiß, ich bin an einem vorbeigelaufen, ist aber nicht so schlimm. 3, so, zack. 4, nachladen. 5, jetzt hier durch, ich hab Totenstille. 6, 7, da war noch einer, ist egal. 8, 9, let's go. So schön, Digga. 10, 11, nein, das war nicht meiner. 11. 12, Orbi raus. 13. 14. Keine Muni mehr. Ist egal, wir laufen hier rüber. Wir haben Plünderer. 15. Ah, Digga, 15er Streak. Let's go, Baby. Der Rappi ist doch da. 15. Die Lobby läuft. Rappis Skill läuft. Es ist heute. Wir sind heute on point gerade. So lässt sich das Game doch immer spielen, finde ich. Ja, es ist so schön. Oh Gott. Das Spiel mit Orbi ist so schön. Nein, er hat nicht nachgeladen. Oh, schön. Schön. Die haben ja auch gerade echt nicht so viel zu melden, ne? Ciao. 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 Tschüsschen. Tschüsschen. Oh, war der low? Was? Wie bitte? Wie bitte? Hallo? Hallo, sehen wir hier gerade dasselbe? Ich werde da gar keinen Aufsatz drauf tun. Ich sag's euch, wie es ist. Ich werde die einfach so spielen. Ich glaube, diese Waffe kann nur schlechter gemacht werden von Aufsätzen. Sag ich euch, wie es ist. Ich glaube, die kannst du nur schlechter machen. Bro, das ist ja insane. Wie schön wäre es jetzt, dem zu Bunny hoppen, den Typen hier? Oh. What are you doing, Step, Bro? Totenstille. Rein. Hilfladen. Er denkt, ich komme da lang. Komme ich aber nicht. Dreh dich um, Baby. Guck mich an, wenn ich dich anschieße. Also Konsolenversion haben die wirklich komplett bodenlos gemacht. Gerade PS4. Ist wirklich ganz krank bodenlos. Ist eine Frechheit sogar. Alles gut. Pistole sind eh stärker als Mainwaffen. Schön. Zusammenflicken. Wichtigstes Perk im ganzen Spiel. Nice. Shotgun. Haha, keine Muni mehr. Oh. Lad doch nach, Bre. Ja. Schön. Puh. Baby, Alter, ist das eine schöne... Schöne Runde. Die lädt irgendwie auch mit Fingerfertigkeit so langsam nach, ne? Ich finde, die lädt übel langsam nach. Da, da, da,
Also du kannst mit den SMGs, was ja auch okay ist, dass du auf Range damit nichts machen kannst. Aber die SMGs stinken schon sehr gegen die Sturmgewehre ab. Und die sollten halt wenigstens auf Short Range besser sein als die Sturmgewehre. Sind sie aber oftmals nicht, wegen dem Headshot-Multiplier halt, ne? Also Headshot-Multiplikator muss so extrem verringert werden. Das Game kann sich ja keiner so geben, Bro. Man ist ja so geisteskrank schnell tot, wenn jemand einen Headshot hittet. Man lädt so ewig nach, Digga. Mounted Kills. Durch jeder schmeißt du mit dem Porn jetzt rum. Ist so geisteskrank. Oh, schöne Abschlusscam nochmal. Nein, 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 Akinji. Du kannst immer sofort rausgehen. Jetzt haben sie zum Glück aus MW 2019 übernommen. Schön. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Wir gehen hoch. Wir flanken. Oh. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, dann push mich auch. Sorry, aber der Buddy-Shoot musste sein. Also wer flashend einen Gunfight verliert. Goodbye. Mit Shotgun, ich kann das nicht mehr. Na, jetzt komm her. Dein Lieblingsspot, Bruder, ha? Huh? Ja, und da sehen wir, warum das Problem ist mit der SAB, mit der SPR, alles Mögliche. Also die Waffe gefällt mir insane gut, Chat, ne? Also die ist wirklich geil. Die ist vom Movement, vom Beweglichkeit und so ist die sehr, sehr geil. Schöne Sache, Harry. Diggi, die Waffen laden so ewig nach. Guck mal, wie viel präziser die jetzt ist. Das macht schon echt viel aus, Mann. Ja, 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 ja. Safe, safe sogar. Ja, ich werde belohnt mit einer guten Lobby. Zum Start. Und ich lieb's komplett. Ich bin einen Kill vor Orbi. Einen Kill vor Orbi. Ich habe meinen Orbi. So, jetzt müssen wir reingehen. Der ist oben. Okay. Zwei unten. Nehmen wir erstmal mit. Konterdrohne. Das ist ja wohl die größte Frechheit aller Zeiten, Digga. Gotta get it. Dun, 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 dun. Du, 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 du. Also die kriegen echt nicht so viel mit hier gerade, die Boys. Obwohl die Level 52, 54, 50 und so sind. Jawohl. Jawohl. Boah, Digga. Also in dem Modus, auf der Map, in dem Modus, sind die Spawns aber echt ziemlich geil. Das knackt natürlich, ne? Da knackt's in der Blase. Zani. Ah, ich weiß schon, du heißt Easy, aber ist mir egal. So, Chat. Was nerv auf Gold, Baby. Whoop, whoop, that's the sound of the police. Whoop, whoop. Das ist auch die Klasse, die ich spiele. Also, das ist halt, man braucht nichts anderes. Absolut geil. GG's, Claps in den Chat, let's go. Oh, baby. Die sieht richtig geil aus in Gold. Alles klar, Bro. Oh, Alter, ist das ein Schmackofatz. Lecker. Ja, Freunde, zum Schluss werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen, wie ich jetzt aktuell die Wasnef spielen würde. Das ist auch ein Bild, was die Pros aktuell benutzen. Das ist mit nur 3 Aufsätzen. Ihr braucht keine 5, weil dann verschlechtert sich die ZV-Geschwindigkeit. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir spielen auf der Waffe nur eine Mündung, und zwar den Brünen Pendulum für vertikale und horizontale Rückstoßkontrolle. Da verlieren wir tatsächlich ein bisschen ZV, aber das holen wir durch den Schaft.
den wir hier spielen, und zwar den Ozeratschaft mit Bewegungstempo beim Zielen und Sprinttempo wieder ein bisschen rein. Genauso wie beim Griff, da holen wir nämlich den True-Tech-Griff. Da haben wir die ZV wieder mit dabei und Sprinten zum Feuertempo. Das ist quasi beides, was wir unbedingt haben wollen. Nochmal extra mit der Waffe, die sie ja eh schon recht gut ist. Ja, das ist das Bild, was ihr spielt. Ne, hier ist der True-Tech, Ozerat und dem grünen Pendulum. Probiert das Ganze mal aus. Wenn ihr die Waffe gelevelt habt, solltet ihr die Sachen, glaube ich, alle haben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Wenn Warzone 2 rauskommt, kommen natürlich auch täglich Videos, wird geisteskrank. Und checkt auf jeden Fall den Livestream ab, twitch.tv/raptor, jeden Morgen ab 6 Uhr live für euch. Die Waffen auf Gold spielen. Checkt das auf jeden Fall ab. Ganz viel Spaß. Wobei denn ganz viel Spaß? Jetzt bleibt nur noch zu sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.